Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hinabfließen. Das ist eines der unzähligen legendären Zitate von der Rallye-Legende Walter Röhrl. Boliden, mit denen eine derartige Beschleunigung möglich ist, die waren vor kurzem im Safety Park zu Besuch. Mitgebracht von den knapp 40 Fahrern und Beifahrern anlässlich des zweiten Walter Röhrl Fahrtraining und Fahrsicherheitstages. Organisiert vom Golf- und Spa-Ressort Andreas in Passaia. Mit dabei natürlich auch die Organisatoren selbst, Richard, Daniel und Michael Fink. Sie sind nicht nur sehr erfolgreiche Hoteliers, sie haben auch eine besondere Passion für schnelle Sportwagen. Zum ersten Mal ausgetragen 2015 folgte ein überwältigendes Feedback ihrer Gäste und Motorsportfreunde. Gleich nach dieser Veranstaltung war klar, Walter Röhrl muss wiederkommen. Und er kam natürlich gern. Der zweifache Weltmeister, zweifache Europameister und 14-fache Etappensieger hatte natürlich auch ein standesgemäßes Auto mitgebracht. Nagelneuen 500 PS Boliden, den Porsche 911er R, ganze 991 Mal gebaut und längst ausverkauft. Die 190.000 Euro Listenpreis werden schon seit bekannt werden um ein Vielfaches überboten. Doch nicht Highspeed und Beschleunigung waren das Thema, sondern sicheres Fahren und richtiges Handling in Extremsituationen. Erst gab es das obligatorische Briefing, danach ging es schon auf die Piste. Verteilt in zwei Gruppen ging es zu den verschiedenen Übungsstationen. Vom Driftring zum Notbremsmanöver, von der glatten Kurvenrampe zur Schleuderplatte. Röhrl gab Tipps und Anweisungen über Funk. Strukturen konnten so gleich schon beim zweiten Anlauf umgesetzt werden. Ja, ich habe mal das ESP ausgeschaltet und es war auf jeden Fall aufregender. Dem Rallye-Weltmeister zur Seite standen die beiden Safety-Park-Instruktoren Erwin und Georg. Die beiden erfahrenen Fahrsicherheitsexperten koordinierten die jeweiligen Gruppen während und durch die verschiedenen Stationen. Wenn das eine oder andere Manöver nicht gleich auf Anhieb klappte, die Teilnehmer liebten es trotzdem. Es war eine Mischung aus Ehrfurcht und Begeisterung. Walter Röhrl zu trainieren, das gibt's nicht jeden Tag. Begeistert auch und vor allem die Organisatoren dieses außergewöhnlichen Events. Das ist schon das zweite Jahr, dass der Walter kommt, um dieses Event, was unser größtes Event vielleicht im ganzen Jahr ist, weil Männer und PS, das ist einfach etwas ganz Cooles. Und das ist jetzt das zweite Jahr, dass wir das machen. Wenn der Walter dabei ist, ist das natürlich ein wahnsinniges Erlebnis. Und er hat uns auch für nächstes Jahr wieder zugesagt, also nächstes Jahr im Mai sind wir wieder hier. Und dieses sind fast knapp 30 Autos und alle Gäste haben wahnsinnigen Spaß und das ist für uns natürlich auch ein Riesenerlebnis. Ja, für mich ist es wirklich ein Tag, ein großes Highlight, ein unvergesslicher Tag. Einmal mit dem Walter Röhrl zu machen, natürlich mit so vielen begeisterten Gästen sind da dabei, die mit PS-starken Autos kamen und eigentlich alle schon langjährige Stammgäste sind. Das ist für jeden ein einzigartiges Erlebnis und auch für uns beide, auch wir beide sind PS-Freunde und ich denke schon, dass es ein super Tag geworden ist. Auf jeden Fall. Thank you.
auch einen ordentlichen Schlag gegeben. Du bist gut am Kurbeln und du überkorrigierst und musst wieder gegenkorrigieren und dann ist schon eine Erfahrung auf jeden Fall. Das war ein super Gefühl, wie es einem der Hintern rumzieht, das ist schon scharf. Schon grenzwertig, also ich bin absolut am Limit, aber es heißt ordentlich kurbeln bei der alten Schleuder. Nach der Mittagspause setzte sich Walter Röhrl selbst hinters Lenkrad. Für die glücklichen Beifahrer das wohl unvergesslichste Erlebnis. Also erstmal muss ich sagen, dass das Fahrsicherheitszentrum hier oder Safety Park eine wunderbare Anlage ist, perfekt. Man kann wirklich alles machen. Man kann reine Fahrsicherheit machen, man kann auch ein bisschen Dynamik machen, das finde ich unheimlich toll. Die Leute, die hier dabei sind, muss ich nur sagen, das habe ich in den letzten Jahren schon festgestellt, die sind verhältnismäßig vernünftig. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass sie einfach das glauben, was die Instruktoren ihnen erzählen. Und dementsprechend läuft das auch alles sehr, sehr gesittert ab, ohne größere Probleme. Und ich bin überzeugt, trotzdem, wenn man so zuschaut, zwischen der Früh und Nachmittag und wie viel mehr Gefühl die Leute bekommen fürs Auto, finde ich das unheimlich gut. Und die fahren alle heute auf die Nacht weg und sagen, ich habe jetzt mehr Vertrauen zum Auto. Ich weiß, wenn er mal zum Rutschen kommt, dass nicht sofort die große Starre einsetzt, sondern dass ich mit dem Lenker noch was machen kann. Und das ist ja auch der Hauptsinn, dass man hier mal Gefahrensituationen provozieren kann. Denn draußen auf der Straße fährt ja jeder normalerweise so, dass er diese Gefahrenmomente vermeidet. Wenn es aber doch einmal so weit ist und er hat es nicht geübt, kann er es nicht. Das ist wie ein Sechs im Lotto. In der Früh habe ich zugeschaut, da vorne in der Schleuderplatte sind wir drüber gefahren, dann ist das Auto hinten weggegangen und die Lenkung ist so stehen geblieben. Normalerweise ist jedem klar, er muss immer dorthin lenken, wo er hinfahren will. Und nach dem dritten, vierten Mal war das plötzlich da. Das ist einfach, dass der normale Autofahrer kein Gefühl hat, wann das Auto vom Stabilen ins Instabile wird. Und das ist eines der wichtigsten Dinge hier, dass man sensibler wird, fühlt, was das Auto macht und damit ein enormes Potenzial in Sicherheit gewinnt. Also das ist kein Unfug, was die Leute machen, sondern ganz eine vernünftige Beitrag zur Sicherheit auf der Straße. Wir haben gerade Spaß hier im beregneten 50-Meter-Kreisel und versuchen den schmalen Grat zwischen Untersteuern und Übersteuern rauszufinden. Es war echt eine tolle Erfahrung, mal wirklich an den Grenzbereich zu gehen und dann halt wirklich zu merken, okay, das Fahrzeug reagiert so und so und man kann dann darauf einwirken. Echt eine tolle Erfahrung. Gelernt haben die Teilnehmer vor allem eines, wie schnell man kritische Situationen besser unter Kontrolle bringt. Werkzeug, welches draußen auf der Straße oft lebenswichtig ist. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Fahrtrainings gab es natürlich auch ein Diplom. Aber was noch viel wichtiger ist, unvergessliche Erinnerungen. Das ist schon mein drittes Sicherheitstraining und es macht immer wieder Spaß, immer wieder neu und das erste Mal mit dem Auto. Und ganz toll. Super, ist alles top. Man lernt Unmengen dazu, macht sehr, sehr viel Spaß. Super, sehr, sehr gut. Würde ja gerne nochmal kommen. Wann kann man schon mal mit Weltmeister Auto fahren?